Ja, herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem Bundesligaspiel zwischen Werder Bremen und Union Berlin. Endstand 2:0. Ich begrüße die beiden Trainer neben mir und bitte Herrn Fischer um das erste Wort. Ja, zuerst, Ole, gratuliere dir und deiner Mannschaft. Wie soll ich sagen? Ja, zum Sieg, logisch. Ich glaube, die Momente waren heute auf Seiten der Bremer. Ich glaube schon, dass wir eigentlich gut reingekommen sind ins Spiel. Ich habe ein ausgeglichenes Spiel gesehen, eigentlich bis zu diesem Freistoß, wo wir dann ein Eigentor, ein unglückliches Eigentor erzielen. Ich glaube, das war dann so für die erste Hälfte wirklich ein Knackpunkt. Es fühlte sich so an, wie der Stecker gezogen wurde. Die Mannschaft wirkte dann wirklich verunsichert, verkrampft. War gut, dass wir dann eigentlich mit 1:0 in die Pause gehen konnten, haben da nochmals zwei, drei Dinge angesprochen, wie wir es in der zweiten Hälfte besser machen wollen. Ja, und dann nimmst du dir mit einer roten Karte wieder was weg. Dann war es natürlich wirklich enorm schwierig. Ich glaube, dann Bremen zum richtigen Zeitpunkt aus 2:0 gemacht. Ja, am Ende stehst du wiederum ohne etwas da. Nicht genug auf dem Weg in die Kabine. Mein Analyst Adrian Wittmann hat sich dann noch die Patellasehne gerissen. Also wie verhext im Moment. Ich wünsche da an dieser Stelle ihm gute Besserung. Vielen Dank. Dann Ole, bitte um dein Statement. Ja, hallo von mir. Urs, danke für die Glückwünsche und auf dem Weg auch schon mal euer Mitarbeiter. Alles Gute, gute Besserung. Ja, das Spiel habe ich genauso gesehen. Es war ein enges Spiel, das war uns von vornherein klar. Das ist wahrscheinlich jetzt kein Spiel, der 20 Torchancen wird, sondern zwei Mannschaften aufeinandertreffen, die ja, Union ja seit Jahren im Endeffekt für ja, auch eine sehr, sehr gute Defensive bekannt sind. Wir mit einem ja, etwas defensiveren Ansatz grundsätzlich in den letzten Spielen. Deshalb war uns das klar. Heute sind diese Kleinigkeiten auf unsere Seite gesprungen. Ich glaube schon, dass wir dafür etwas getan haben. Ja, sicherlich ein Eigentor brauchst du immer auch ein Quäntchen Glück, aber generell einfach ein gut getretener Freistoß, engagierte Leistung der Mannschaft nach 10, 12 Minuten, in denen Union zu Beginn des Spiels, glaube ich, besser war. Und auch zweite Halbzeit kommt Union gut raus. Ein bisschen Probleme gehabt, im Zentrum Zugriff zu finden, weil sie da ein bisschen ja, was von der Positionierung angepasst hatten. Und dann hilft uns sicherlich die rote Karte in dem Moment, das Spiel wieder mal dann eher in unsere Richtung kippen zu lassen. Und nochmal, ich glaube, dafür muss man was tun. Trotzdem gehört auch immer ein Quäntchen Glück dazu, das wir vielleicht in den letzten Wochen nicht hatten. Generell bin ich total zufrieden mit dem Auftreten der Mannschaft. Nicht nur jetzt in dem Spiel, sondern auch unter der Woche. War wieder keine leichte Woche. War wieder mit 16 bis 17 Spielern, Feldspielern auf dem Platz gestanden, trainiert. Uns dann trotzdem sehr, sehr gut auf dieses Spiel vorbereitet. Die Jungs waren sehr fokussiert, sehr auch intensiv im Training schon, und wir haben es dann heute auch auf den Platz gebracht, und deshalb freut mich das sehr für die Mannschaft. Vielen Dank. Vielen Dank, Ole. Gibt es Fragen an die beiden Trainer? Dann bitte ich um Handzeichen. Hier vorne einmal in der Mitte. Bitte auf das Mikro warten. Matthias Koch aus Berlin. Herr Fischer, die Fans haben Sie gefeiert. Haben Sie das mitbekommen, auch Ihren Namen gerufen nach dem Spiel? Und was kann man mitnehmen für die nächste Woche? Dienstag ist ja schon Pokalspiel. Samstag kommt die Eintracht. Nein, habe ich nicht mitbekommen, aber es wurde mir gesagt. Nein, natürlich toll, wenn man eine solche Unterstützung, ich glaube, in einer wirklich sehr schwierigen Situation erfahren darf, entgegennehmen darf. Ja, wir haben zwei Tage Zeit, um uns wieder aufzurichten, die Mannschaft entsprechend vorzubereiten für die Aufgabe im Pokal in Stuttgart. Gibt es weitere Fragen? Dann gern nochmal. Herr Fischer, welche Rolle könnte jetzt die Psyche spielen? Weil an 10 Niederlagen kann man sich ja bei Union und bei anderen Vereinen überhaupt nicht erinnern. Ich weiß nicht, ob Sie sich daran erinnern können in der eigenen Karriere. Wahrscheinlich eher auch nicht.
Welche Rolle spielt da die Psyche jetzt? Ja, welche Rolle? Also die steht sicherlich nicht zum Besten, aber im Fußball muss man auch immer wieder aufstehen können. Ich glaube, wir haben die letzten Jahre tolle Momente gefeiert, erlebt. Jetzt stürmt es wirklich. Ich glaube, das sind dann auch Situationen, die man mal aushalten muss. Nach wie vor versuchen wir, diesen Weg gemeinsam zu gehen. Wie gesagt, es gilt auch immer wieder im Sport aufzustehen. Auch wenn es vielleicht vom Kopf her nicht ganz so einfach ist. Aber trotzdem, es muss und wird weitergehen. Da werde ich versuchen, mit bestem Beispiel voranzugehen. Werde versuchen, die Mannschaft wieder aufzurichten und sie entsprechend für die Aufgabe gegen Stuttgart vorzubereiten. Dann einmal in der ersten Reihe Martin Globisch. Eine Frage an Ole Werner, eine geschlossene Mannschaftsleistung, wie man so schön sagt. Kommt jetzt eventuell ein Torwartproblem auf Ole Werner zu? Nein, eine geschlossene Mannschaftsleistung. Ich habe da letzte Woche was zu gesagt, dem habe ich auch nichts hinzuzufügen. Gute Leistung von Michael etc. Sind wir sehr zufrieden auf der Torwartposition, wie wir aufgestellt sind. Trotzdem habe ich da letzte Woche was zugesagt, dabei bleibt es auch. Gibt es weitere Fragen? Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann Dankeschön unseren Gästen, eine gute Heimreise, viel Erfolg für die Saison und schönen Abend.